Ja. Hallihallo. Und willkommen zurück zu Transport Fever 2. Wir liefern gerade ein bisschen Kriegsmaterial aus, damit wir uns gegen Japan erwehren können. Die sind halt neidisch auf unsere tolle neue Zugstrecke. Ich bin gespannt. Ich denke, es sollte gehen. Und das sind schon echt tolle Bilder, ne? Ich find's immer wieder genial. Ja, okay, wollen wir schauen, dass das Ganze auch funktioniert. Ich bin aber guter Dinge. Das machen wir zu. Das machen wir auf. Und wir beschleunigen noch mal ein bisschen. Schon cool mit zwei Loks. Maximalgeschwindigkeit hier. Upp. Danke. 64 km/h. Ja, wir hätten auch schnellere Loks gehabt. Was ist jetzt los? Ah, jetzt muss er warten, ne? Bis er in den Bahnhof eingefahren ist. Und, ich hoffe, dann lässt er ihn durch. Wir warten gerne. Er kommt ja da. Ist halt nur eingleisig, ne? Ja. So. Komm, jetzt husch schnell vorbei. Sehr gut. Alles klar. Nein! Doch. Passt. Erwartet, weil er hat dann ein Signal, ein Ausfahrtssignal, wir nicht. Vorfahrt, aha. Achso, ja gut, okay. 156, wir haben ausreichend dabei. Ich hoffe, es klappt. Ich denke aber ja, passt auf. Sieht cool aus, echt, sieht wirklich cool aus. Ich würde mir wirklich wünschen, dass es irgendwie verschneite Bäume geben würde. Das war noch cooler, aber gut, okay. Nicht ganz so schlimm. Wir haben hier eine Weiche vergessen. Dann hätte das auch besser funktioniert, aber gut, okay. Nicht weiter schlimm. Ich meine, so macht es den Eindruck, also so aus der Ego-Perspektive von einem Zug, dass es halt so leicht geschneit hat und gut, okay. Man könnte es nachvollziehen, wenn die Bäume halt keinen Schnee mehr tragen. Aber wenn man halt rauszoomt, dann ist die Karte halt weiß und dann wäre es halt wiederum schön, wenn die Bäume auch ja, so einen verschneiten Eindruck irgendwie hätten. Leider nicht der Fall. Na, vielleicht kommt das noch. Genauso wie, was ich auch so ein bisschen vermisse, ist Schallschutzwände. Ich meine, die Entwickler haben jetzt Emissionen ins Spiel gebracht. Ich denke, Emissionen könnten dann ja auch ne, Lärm sein. Warum nicht? Also außer Abgase könnte das natürlich auch Lärm sein. Und Schallschutzwände wären da schon was echt Cooles. Ich meine natürlich nicht um 1900 herum. Ich glaube, da hat noch niemand darüber nachgedacht, aber ja. Wir sind da. So, drei. Ja, ja. Er verarbeitet die Dinge. Er dürfte gleich wieder zurückfahren. Ja. Es wäre halt schön gewesen, um halt Emissionen entgegenzuwirken. In Städten dann. Gut möglich, dass ich vielleicht sogar für YouTube, ich sag mal, so eine Vanilla-Serie mache. Vielleicht ein paar Züge so als Mods und ne, gemoddete Züge und jetzt nicht unbedingt irgendwas mit tollen Assets oder so, so absolut schön bauen in Vanilla oder so, könnte man das dann nennen. Das würde ich gerne mal versuchen, so gut es geht. Allerdings, ja, hier natürlich erstmal das hier beenden, ne? Wir beschleunigen mal ein bisschen die Zeit und gucken mal, was denn da kommt. 50, na komm, mach hin, ne? Na, Ula und Ude. Und da hinten sind die Japaner. Hier. Am Rande der Welt. Wer hat behauptet, die Erde sei rund? Also, die ist ganz klar hier zu Ende. Hm. So. Die Flacherdler haben doch recht. Ups. Ja, jetzt hat der da ein Problem, aber. Wo ist er denn? Hä? Wo ist er? Wo steckt er fest? Naja. Dort. Hm. Wir machen das einfach. So.
damit sie weiterfahren können. Nicht, dass wir... Trotz deines Engagements ist der Krieg leider verloren gegangen. Was? Und der gute Zar war auch schon populärer. Aber immerhin bleibt dem Russischen Reich die beeindruckendste Bahnlinie der Welt. Wir haben den Krieg verloren. Spiel fortsetzen. Das ist jetzt dann doch eher überraschend. Muss ich zugeben. Ich hätte gedacht, da wird jetzt noch was passieren. Naja, okay. Wir reparieren hier mal die Linie. Und machen hier mal so einen Block raus. Ja, das ist natürlich sinnfrei, wenn hier schon was steht. Und brauchen hier natürlich dann noch eine entsprechende Weiche. Wir wollen ja, dass es funktioniert. So. Und eigentlich bräuchten wir dann hier auch was, ne? Hier. Hier. Fahr. Hup, hup. Hup. Ja, die fahren dann wieder. Und wir haben wir auch die Bonusmission alle fertig gehabt? 1, 2, 3, ja, wir haben tatsächlich alles fertig. Hey, erstaunlich. Dann würde ich sagen, bleibt uns nur noch eines zu tun, nämlich diese Karte einmal wieder in den Ursprungszustand zu bringen, denn es hat abgetaut, würde ich behaupten. Nee. Ah ja, doch, doch, alles gut. Und wir entfernen mal den Schnee, zumindest aus den Ebenen, denn ich würde gerne wissen, wie das Ganze wirkt. Ja, wenn es halt wirklich so ein bisschen abgetaut ist. Hier in der Ebene. So. Also nicht ganz Ursprungszustand. Nur mal so ein bisschen. Ja. Also die Geräusche sind aber, ne? Gibt es dafür auch eine Mod? Dass die Geräusche vielleicht weg sind. Diese seltsamen. So ein bisschen Schnee darf natürlich überall mal so hier und da liegen bleiben. So. Oh, hier ist natürlich auch noch eine große Fläche. Oh ja. Da müssen wir tätig werden. Interessant, interessant. Auf jeden Fall. Was man doch so alles anstellen kann, finde ich. Ein bisschen Schnee bleibt, ne? Haben wir gesagt. Ja. Ja. Das ist ja Sisyphus-Arbeit. Wer denkt sich denn sowas aus? Der Wöller macht das. Ja, ja. Das sieht hier nach Berg aus. Das ist okay. Nee. Nee, ist Ebene. Hm. So aber. Ach, es macht einfach Spaß, damit rumzumachen hier. Also rumzuspielen. Die Züge einfach fahren, sodass den Zügen einfach zuzugucken. Das hat auch irgendwie etwas Hypnotisierendes, ne? Wenn man so in der Ego-Perspektive einen Zug verfolgt, dann... Und ich bin gar nicht so der Zugtyp, ne? Wisst ihr selber. Macht aber nichts. So, ich würde sagen, reicht. Dann komm, hier machen wir noch so ein bisschen. Und hier machen wir noch so ein bisschen. So. So sind die Berge noch ein bisschen eingeschneit und... Ja. Es hat getaut. Guck mal. Mit den Bergen im Hintergrund. Schön. Kurze Folge war das. Ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns in der nächsten Mission wieder. Macht's gut. Bis dann. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Oder ein Abo. Ich freue mich drauf. Oder darüber. Macht's gut. Bis dann. Tschö, tschö.